Nach aller Scheiße geht's auf die Reise. Stuttgart International, Europapokal. Seit wann ist der Eiskalt? Seit wann?
Aufstellung bisher. Wahnsinn! Oh!
vors Tor. Ist das dumm. So steht am Ende ein bisschen doof da, ne? Sebastian Hoeneß Voice, aber wie immer, Notizen vor mir, von vorne bis hinten, klicken wir es an, hier das Fazit. Karawane war der Start natürlich, wie immer top gewesen, gefühlt auch deutlich mehr Teilnehmer als in den letzten Jahren, vom Gefühl her, habe keine Zahlen gesehen, aber würde ja passen, ne? Die Euphorie ist ja riesig. CL-Terminierungen, Champions-League-Terminierungen kamen auch quasi vorm Start, um die 13:30 rum vor der Karawane. Es geht zuerst nach Madrid. Holy fucking shit. Letztes Spiel ist zu Hause gegen PSG. Auch nochmal ein Knaller, diese große Konferenz dann letzter Spieltag. Finde ich auch da wieder, ich fand die Auslosung schon geil, die Teams, die wir bekommen haben. Dazu ist auch die Terminierungen, finde ich sehr, sehr fein. Damit kannst du auch wirklich, hast du einen Spielplan und Gegner da, wo du vielleicht echt die Chance darauf hast, zumindest in diese Quali-Runde reinzukommen. Dann Aufstellung. Demirovic auf der Bank war ein bisschen überraschend. Zidane gar nicht dabei, soll aber wohl kein Zeichen sein, dass er geht oder sowas. Das soll aktuell noch nicht irgendwie heißer sein. Mittelstädt bis 2028, auch das mitten in der Aufstellung haben sie es verkündet. Mittelstädt verlängert bis 2028. Die Gerüchte waren schon da. Man wusste, sie wollen es haben. Ne? Das Vorhaben war da. Jetzt ist offiziell sehr, sehr geil. Und ich weiß natürlich nicht, aber ich denke auch, dass man ihn ohne Ausstiegsklausel gebunden hat. Und auch da muss man nochmal sagen, Karawane haben natürlich auch im Stadion dann das Bild mit 60.000 Zuschauern. Alle in Weiß, natürlich absolutes Endlevel, jedes Mal aufs Neue, absolutes Endlevel, sieht wunderschön aus, abartig schön fast. Mitmachquote auch brutal gestiegen, muss man sagen, im Stadion, wenn es ans Hüpfen ging, auch generell alle in Weiß, ne? Auch sowas schon alleine, ist brutal gestiegen, die Mitmachquote. Blockfahne kam kurz hoch von der Kante der Kurve, das klassische Ding, auch sehr schön. Absolute Gänsehaut, hatte ich auch hier vorne mit drin. Im Audio-Part die Gedenkminute, Schweigeminute, das Gedenken insgesamt. Komplette Gänsehaut auch danach, dass dann die Idee kam quasi mit Deutschlandmeister 92, hey, überragend, wirklich überragend, auch die Kurve nochmal angesprochen, der Cabo vorne, ey, Champions League-Saison, gehen wir es an, auch da nochmal kurz eingeläutet, nach all der Scheiße auf die Reise, also wirklich brachial geile Stimmung. Starker Start auch gewesen, ne, frühes 1-0, Mio, herrlich von Unauf auf Führig rübergelegt, direkt 15, 2-0, Leveling, bockstark, wie er sich da durchsetzt, das Ding auch mal reinklotzt, ne, so ein bisschen, ja, Silas gegen Gladbach mäßig, ne, auch untypisch, aber auch reingesungen quasi die Kamera, dass das untypisch ist für Leveling, deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass er auch mal wirklich eiskalt vor der Hütte war, Chancenfeuerwerk noch und nöcher an die Wand gespielt, die Mainzer da, weil einfach jeder war gallig, jeder Ball kam gefühlt auch an, auch mal die Riskanten kamen an, es lief richtig, richtig gut in der Anfangsphase, 9-2 Schüsse nach 18 Minuten habe ich mir notiert während dem Spiel, überragend, Chase hatte so ein, zwei Szenen, habe ich mir dann notiert zu dem Zeitpunkt, ein, zwei Szenen, die ein bisschen Mafropanos-Style waren oder auch Chabot-Style eigentlich, ne? Mal ein paar Bälle antizipieren, früher rangehen, aber ein paar Meter machen ins Mittelfeld rein, hat mir durchaus gefallen. Meins war auch mal hier und da vom Tor nicht groß gefährlich. Einmal Nübel stark gewesen, kurz im Halbzeitpfiff und dann eben das, was das Spiel dann nochmal heiß gemacht hat, weil es eben auch der psychologisch perfekte Zeitpunkt ist, vorm Halbzeitpfiff der Elfmeter. Im Stadion dachte ich schon, das sah nach wenig aus. Jetzt nach den Bildern muss ich sagen, es ist lachhaft. Es ist ein lachhafter Elfmeter. Klar, ich bin der Erste, der vielleicht auch brüllt und sagt, ey, den will ich auch haben, wenn er für uns gepfiffen wird, ne, ist klar. Aber das ist so ein Minimalkontakt. Der Ball ist überhaupt nicht mehr in irgendeiner Form gefährlich in Richtung Tor, der geht Richtung Eckfahne. Klar, es ist kein Grund, irgendwas dann nicht zu geben, klar, aber das ist so ein Minimalkontakt. Noch da, wie immer, kann man wirklich nicht 100% vergleichen, aber ich finde es trotzdem immer schön im Vergleich. Wenn du sowas anlegst, wenn du so eine Geschichte anlegst von wir pfeifen so einen Minimalkontakt,
so eine Regelkunde quasi auslegst, das Wort habe ich gerade gesucht, dann musst du bei jedem Eckball 3 Elfmeter pfeifen. Und das will, glaube ich, auch keiner. Und dann, ja, wie gesagt, perfekter Zeitpunkt vor der Halbzeitpause. Dann kamen Rieder und Wagnermann rein in Halbzeit 2 beim VfB. Es wurde richtig hitzig, ne? Auch gerade für ein Spiel gegen Mainz brutal hitzig für die Verhältnisse. Das ist ja eigentlich jetzt keine irgendwie große Fanhass aufeinander oder irgendwas in der Form. Da Hass auf Schiri logischerweise, allein wegen dem Elfer schon, und danach ging es eben immer weiter damit. Direkt Druck gemacht und dann trotzdem eben das 2:2 gefangen. Auch das viel zu einfach. Kloppt den Ball da weg, pölt den weg und die Szene passiert nicht. So ein bisschen Heidenheim-Flashbacks gab es ja. Mainz ja auch dann nochmal kurz vom 3:2 gewesen. Minimal abseits bei Burkhardt war es, glaube ich, wo Nübel rausrennt, was keiner versteht. Ich glaube, Wagmann auch einen Fehler gemacht. Der generell nicht die beste Einwechslung, aber ich will ihn nicht irgendwie groß auf Einzelspielern rumhacken in dem Fazit hier. Aber auch, was auch dazu gehört, zu dem 2:2, ein Handspiel. Es war schlicht und ergreifend ein Handspiel da in der Entstehung. Muss man fragen, reicht das noch? Hätte man es noch zurücknehmen können? War das quasi so nah in der Entstehung, dass man es noch hätte zurücknehmen können? Oder neue Spielsituation, das ganze Geplänkel. Schiri berührt den Ball vermutlich auch sogar noch. Also hätte das Spiel sogar anhalten müssen. Das ist nicht ganz klar belegt, aber es sieht zumindest aus in Wiederholungen, so in den Slow Motions. Sehr schwierig und um es 2:2. Aber wie gesagt, du kannst es selber klären. Klotzt das Ding weg und fertig ist das. Und auch da wieder, ähnlich wie in Leverkusen, wie letzte Saison schon ein, zweimal. Sobald es richtig hitzig wird, sobald das gegnerische Team ja die Stimmung hochhält, sobald es hitzig im Stadion wird, dann schwimmen wir. Dann schwimmt der VfB durchaus hier und da und das muss man echt abstellen. Aber man zeigt eine Reaktion. Das war das Starke, man zeigt eine Reaktion. Dann gab es den Dauerdruck. Demirovic kam rein, Bellaturé kam noch rein. Riesenchance, Enzo Mio, Meter irgendwie quasi vorm Tor. Muss natürlich auch, kann nur reagieren, ne? Hält halt einen Fuß hin. Mainz auf der Linie, Riesenchance gehabt. Und dann eben der Zauberfuß. Fabian Rieder, Neuzugang, wir wussten, der kann Freistöße, jetzt wissen wir es auch anhand von einem, ja, Praxisbeispiel, sage ich mal. Absolut Traumfreistoß, 88. Minute, Eskalation pur im Stadion, muss ich nicht drüber erzählen, habt ihr auch gehört schon im Audio-Vlog. Komplett geil, komplett verdient zu dem Zeitpunkt, auch wie gesagt, da war ein Dauerdruck drin, brutale Stimmung, auch da nochmal, ne? Wenn das die Grundstimmung ist, wie gesagt, auch das, ich will mich Mainz wieder nicht runterreden, wenn es die Grundstimmung ist gegen Mainz, die wir jetzt hier gerade hatten, dann wird das eine richtig geile Stimmungssaison. Also auch das muss ich hervorheben, finde ich. Noch ein Freischuss ans Lattenkreuz gehabt, nochmal Rieder und dann halt doch noch 3:3, 90 plus 4. Kopfball, Kopfball, Tor. Das darf halt nicht sein. Ganz simpel, das darf so nicht passieren. Da steht in 90 plus 4 quasi drei Leute komplett unbedeckt, die alle Alten einköpfen können. Einer hat es dann getan natürlich zum 3:3. 6 Minuten nach dem eigenen Tor, in der Nachspielzeit noch Sieg eigentlich irgendwie sicher geglaubt oder gehofft, ne? Last Minute, jetzt haben wir den Sieg doch noch gewuppt bekommen, doch noch der verdiente Sieg eingepackt. Nee, doch nicht. Also das ist indiskutabel, darf nicht passieren. Nochmal so eine kleine Handgeschichte gab es, also in Sachen 11er für den VfB, aber ich glaube, da war gar nichts, irgendwie Oberschenkel, irgendwas in der Form. Und deswegen halt, ja, nur ein Punkt gegen Mainz. Und ich sag mal, die Betonung auf nur ein Punkt gegen Mainz, weil es halt schon ankotzt. Also so ehrlich muss ich auch sein, auch noch einen Tag danach, so positiv ich auch immer bin, nach dem 2:0 musst du es gewinnen, nach der ersten Phase, eben bis zum 2:0 auch darüber hinaus. Spiel hattest du komplett im Griff, fürs 2:0 zu Hause gegen Mainz im Heimspiel, Heimspielauftakt nach 15 Minuten, da darfst du es gewinnen, runterspielen, wie auch immer. Nach dem 3:2 erst recht, da hast du noch 2 Minuten regulär auf der Uhr, am Ende waren es noch 8 wegen Nachspielzeit, klar, aber das ist einfach unnötig. Gerade zu Hause, gerade mit der Stimmung und so weiter und so fort, Heimspielauftakt, auch die Eskalation nach dem 3:2, wie gesagt, das tut einfach weh, das ist einfach unnötig. Man hat Mainz auch irgendwie dreimal einfach selber zurück ins Spiel geholt, auch das muss man ganz ehrlich so sagen. Sieg wäre verdient gewesen. Meiner Meinung nach, kurz nach Abpfiff waren es sogar 5,21 zu 2,25 Expected Goals. Klar, der Wert geht immer nochmal deutlich runter. Dieser Bundesliga-Wert, irgendwie übers Wochenende verarbeitet er sich nochmal, wie auch immer, keine Ahnung. Da wird am Montag oder so wahrscheinlich schon ein anderer Wert drinstehen. Aber auch da bei Mainz, bei den 2,25 sind ja auch irgendwie 0,8, 0,7 der Elfmeter dabei. Von dem her, da ist schon deutliches, ja, über Wasser gewesen, wenn das richtige Wort ist, wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, mit 3:2 rauszulaufen, wäre halt einfach geil gewesen vom gesamten Feeling her, ne? Der Heimsieg, Last Minute gibt nochmal so einen extra Push und so ein extra geiles Feeling, geiles Stadionerlebnis gewesen, den ganzen Tag generell. Und dann, ja,
ist das simple Fazit halt einfach vorne hui, hinten pfui. So simpel ist es ja eigentlich. Wieder früh geführt, wie gesagt, Theis hergespielt da vorne offensiv, sehr, sehr stark kombiniert. Führen gerade generell oft, ne, haben geführt in Freiburg früh, in Münster früh geführt, jetzt auch hier Doppelpark früh geführt gegen Mainz. Aber hinten merkst du halt die ganzen Ausfälle. Klar, so Aktionen dürfen trotzdem nicht passieren. So drei Tore dir zu fangen, muss trotzdem nicht sein, darf nicht sein. Musst du trotzdem irgendeine Form abstellen. Ne? Jetzt auch in Freiburg drei gefangen, gegen Mainz drei gefangen, das muss nicht. Aber auch hier, deswegen spreche ich es ja auch mit an, ganzen Ausfälle, Thema Ausfälle, was halt gerade fehlt. Ruo, Zagadou, Stergio, Neuzugang Al-Dakil, da fehlt einiges. Ne? Also wenn die irgendwann wieder fit sind, die ersten, ja, manche schneller fit, manche ja, brauchen noch ein bisschen länger, klar. Aber wenn da irgendwann alle fit sind, dann spielt diese Viererkette, die gerade so zusammenspielt, wahrscheinlich auch quasi nie wieder so zusammen, weil es eben nicht die Bestbesetzung ist, fertig aus. Wie auch vorhin schon gesagt, da hatten auch ihre starken Aktionen dabei, ne? Chabot, Chase, war jetzt kein katastrophales Spiel, klar, habe ich auf diese drei Situationen gesehen oder vor allem die zwei Tore, die aus dem Spiel rausgefallen sind, ist einfach ein bisschen zu einfach und eben nicht abgezockt da hinten. Aber wie gesagt, da noch ein bisschen Ruhe bewahren, das wird sich alles noch deutlich ändern in Sachen Defensive, in Sachen Abwehr, in Sachen Kaderbreite. Wie gesagt, was mich weiter stört, ist einfach, dass du es wohl nicht kannst oder nicht offensichtlich nicht fähig genug bist, wie immer man formulieren mag, Spiele einfach zu bunkern, Spiele zu verwalten, Dinger hinten rauszupölen, wie gesagt, final zu verwalten, final runterzuspielen. Weiß ich, ob du es mehr antrainieren kannst oder in die Köpfe mehr reinkriegen kannst. 2-2 war das perfekte Beispiel. Aus 3-3 darf so nicht passieren. Stelle ich mich halt mal komplett mit allen Mann da hinten rein. Das ist eben auch nicht passiert. Das können sie vielleicht nicht. Vielleicht würde ich so ein bisschen zu sehr auf schön Fußball rausspielen, was ja an sich in Ordnung ist und sieht auch immer geil aus, gerade offensiv, ja. Auch ein paar Mal schon gelobt jetzt hier, ganz klar und auch zu Recht oft gelobt jetzt hier in dem Video und im Fazit hier auch. Aber defensiv vielleicht ein bisschen kaltschnäuziger, ein bisschen abgeklärter auch da wieder. Das ist eben Saisonbeginn, das reift, generell die gesamte Mannschaft reift. Das ist immer noch eine brutal saujunge Mannschaft, glaube ich, die zweitjüngste, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist eben auch manchmal Fußball, ne? Nicht in jedem Spiel fällt noch so ein 3-3 wie jetzt von Mainz in 90+4, auch das. In vielen Fällen von so einem Spielverlauf geht es halt wahrscheinlich 3-2 aus. Das ist eben Fußball. Ich sage, saujunge Mannschaft. Hinten großer Aderlass oder große Ausfälle in der Defensive. Gibt schon Begründungen dafür, warum es hier 3-3 ausgegangen ist. Und auch, wie gesagt, das 3-3 ist ja auch, ja, für mich nicht das gerechte Ergebnis, das glücklichere Ergebnis für Mainz 05 eben. Deswegen kann man ja zusammenfassen. Leverkusen waren so stark im Supercup, in Freiburg war es halt nix. In Münster waren sie stark, klar, zweite gestern musst du trotzdem so souverän 90 Minuten runterspielen. Und auch gestern war es absolut gut genug, stark genug, um da 3 Punkte mitzunehmen. Deswegen, sowas passiert halt auch mal in der normalen Saison, dass du so ein doofes 3-3-Spiel da hast, ne, Thema Heidenheim oder sowas, letzte Saison. Aber auch hier nochmal, ne, die letzte Saison war halt eben auch nicht normal. Ne? Da ist vielleicht ein bisschen weniger passiert, ein bisschen seltener passiert. Mal wir das bessere Ende für uns hier und da. Wie gesagt, die letzte Saison darf sowieso generell kein Maßstab sein. Auch diese Geschichten von wegen, ja, der Vizemeisterschaft mit einem Punkt aus 2 Spielen ist faktisch richtig. Ja, aber ich glaube, wir VfB-Fans wissen schon, wie das alles hier einzuordnen ist. Deswegen auch von meiner Seite aus hier diese Einordnung. Gleichermaßen, wie gesagt, mit dem Kader trotzdem. Es nervt, es ist trotzdem, es kotzt trotzdem an. Wie gesagt, es wäre ein geiles Feeling gewesen, nach dem 3-2 rauszugehen. Mit dem Kader aber auch da ohne zu krasse Ansprüche zu setzen. Klar, aber es wurde investiert. Wie gesagt, auch da, die Spieler können für die Ablöse so um nix, aber auch es wurde investiert. Man darf schon hoffen auf eine ordentliche tabellarische Situation dann über die Saison hinaus. Wo genau, habe ich jetzt keine Lust zu prognostizieren oder irgendwas, keine Ahnung, mir vorzurechnen oder vorzuträumen, sage ich mal. Aber mit dem Kader, mit den Voraussetzungen, Heimspiel, wie gesagt, im Spielverlauf, da darfst du Mainz halt einfach zu Hause auch schlagen. So ehrlich dürfen wir, glaube ich, auch da sein. Bin auch genervt davon, wie gesagt, aber man sollte auch da nicht überdrehen. Soll natürlich jetzt bestenfalls demnächst auch mal das erste Erfolgserlebnis kommen. Wie gesagt, es kam in Münster, aber es ist eben Pokal, erste Runde. Ne? Ich meine Liga, ich meine Champions League, so Geschichten. Da eben noch mal ein bisschen mehr Push mitnehmen, weil wenn du halt so ein bisschen mit bisschen Pech am Fuß rumläufst, ne? Supercup jetzt gegen Mainz, hoffen die, sowas kann sich auch verselbstständigen. Ich glaube da überhaupt nicht dran, weil auch das nochmal, auch das hingedreht. Die Richtung ist richtig, die Richtung ist absolut in Ordnung, die Richtung stimmt. Wie gesagt, ein bisschen Glück hat eben jetzt gegen Mainz in dem Beispiel jetzt eben gefehlt. Länderspielpause, glaube ich, auch ein sehr guter Zeitpunkt jetzt, dass wir die jetzt aktuell haben dann. Und dann gehen wir weiter. Deswegen für mich auch kein Grund für überharte Kritik, überharte Ängste oder whatever oder Union-Vergleich. Die sind komplett,
komplett absurd sowieso. Von dem her gehe ich hier trotzdem noch, wie so häufig, mit einem positiven Fazit raus, auch wenn es natürlich schade war, dass es 3 zu 3 war statt einem 3 zu 2. Ihr wie immer auch ab in die Kommentare, schreibt mir eure Meinung zum Spiel, Champions League Auslosung, allem drum und dran in die Kommentare. Wie immer gerne natürlich auch kostenlos Like und Abo da lassen, ganz klare Geschichte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.